jetzt haben wir es. Erst kommt der Gästetrainer mit der Analyse, Bernd Hollerbach, und dann kommt Gert-Jan Verbeek und dann gibt es das Mikrofon. Also, Herr Hollerbach. Ja, erstmal Glückwunsch an VfL Bochum. Ich denke, die Niederlage heute für uns war unnötig. Ich finde, dass wir es aufgrund unserer schwierigen Personalsituation sehr, sehr gut gemacht haben. Wir haben umgestellt, wir haben mit Dreierkette gespielt und die Mannschaft hat es sehr gut gemacht, ja, hat sehr engagiert gespielt, sehr mutig gespielt und ja, haben es, denke ich, auch mehr oder weniger wenig zugelassen und hatten dann eigentlich, der Knackpunkt war die klaren Möglichkeiten gleich nach der Halbzeit und dann noch die Riesenchance von Marco Königs, wo wir dann das 2-0 machen können. Ich glaube, dann wird es schwierig, ja, und sind dann leider durch einen Gewaltschuss, dann muss man einen Ausgleich hinnehmen und dann nimmt so ein Spiel halt auch seinen Lauf. Bochum ist eine gute Mannschaft, sind sehr heimstark und ist natürlich heute ärgerlich für uns. Die Niederlage war unnötig, aber jetzt geht es daran, wieder die Jungs aufzurichten und nächste Woche wieder ein gutes Spiel zu machen. Danke. Prima. Wie versprochen, die Analyse von unserem Cheftrainer. Gert-Jan, dein Kommentar zum Spiel bitte. Ja, der Gegner hat uns überrascht. Ja, die haben natürlich, das hatte ich gestern schon gesagt, in der Pressekonferenz, ihre personale Probleme. Wie die das lösen würden, das weiß man nie. Wir hatten deutlich Probleme damit, mit den Umstellungen vom Gegner. Die haben es defensiv sehr gut organisiert. Wir fanden die Lücken nicht, das ist der Tempo nicht höher genug, weil man zu viel sucht und die Automatisten schon nicht da sind. Dann wird es so ein Spiel, da muss man aufpassen, dass man nicht das Gegentor bekommt. Und das haben wir bekommen. Obwohl ich fand, dass wir nicht schlecht in die Kontrolle standen. Aber so ein Tor fällt dann. Ja, und dann wird es schwierig, wenn man nicht in die Lage ist, etwas zu ändern. In die Lage sind wir gewesen. Ich habe schon gleich bei der Halbzeit das geendet. Ja, zwei Verteidiger rausgeholt, weil die waren eigentlich zu viel auf dem Platz. Ja, die waren immer links und rechts außen. Ja, und dann kann man besser Stürmer dahinstellen. Das habe ich auch gemacht. Ja, mit Nils war es mehr bei Penil. Und ich habe auch gesagt, wir brauchen nur anzugreifen, das Tor zu erzielen, weil wir müssen hier punkten. Das ist deutlich. Ja? Und ihr habt noch 45 Minuten. Sorge davor, dass die Ballen schnell reingebracht werden. Und vor allem der zweite Ball ist wichtig. Also das Mittelfeld gut besetzt halten und Ordnung hinten. Nach 2-3 Mal war das nicht gut. Dann hatten die auch das 2-0 machen können. Das stimmt. Aber man sieht auch, dass wir immer mehr Grip bekamen, immer mehr gefährliche Situationen rund um den 16er. Und da muss man auch ein bisschen Glück haben. Das Glück, was wir Montag nicht hätten gegen Hannover, das hätten wir heute. Aber da glaube ich auch, dass wir das verdient haben. Wir haben uns das erkämpft. Und darum muss ich meiner Mannschaft auch ein großes Kompliment machen, die Art und Weise, wie die das gemacht haben. Es steckt nicht in großer Form. Aber die haben alles daraus geholt, was drin war. Und das war genug heute für einen kleinen Sieg. Ob es zurecht ist oder nicht, das zählt auf diesen Moment nicht. Wir sind froh mit den 3 Punkten. Ja, und ich nochmals ein großes Kompliment von der Mannschaft, die Einstellung, die ich gezeigt habe. Vielen Dank. Und jetzt, auch das wie versprochen, gibt es das Mikrofon. Falls Fragen an einen oder beide Trainer da sein sollten, kurzes Handzeichen, dann geht's los. Ich schaue ins weite Rund. Ja, links außen der Kollege aus Würzburg. Ja, Bernd, in der Rückrunde sind alle Gegentore nach der 80. Minute gefallen. Zufall oder steckt da was dahinter? Ich habe wahrscheinlich zu wenig trainiert in der Vorbereitung jetzt im Winter. Das kann sein, ja. Nein, es ist ja oberflächlich. Ja, also wir hatten ein paar Tore nach Standardsituation bekommen. Das ist Konzentrationssache. So. Heute waren wir halt beim zweiten Ball nicht da, aber ich denke, dass der Schuss natürlich auch ein bisschen glücklich war heute und so Phasen gibt es. Wie gesagt, es ist jetzt eine schwierige Phase für uns, wo wir uns wieder rauskämpfen müssen, aber ja,
Das hatten wir mal in der Saison. Ja, trotz alledem denke ich, ja, überwiegt bei mir heute das Positive. Also wir hatten ganz große Probleme heute, haben mit sehr, sehr vielen jungen Spielern gespielt. Wenig Spieler, die viele Zweitligaspieler hatten. Die meisten kommen alle von unten und ich finde, dass wir es in Bochum heute nicht einfach gemacht haben, gegen uns zu gewinnen. Weitere Fragen. Michael Eckert von der WAZ. Andreas Fest. Herr Verbeek, Sie haben es ja selbst gesagt, Sie haben die zwei Außenverteidiger rausgenommen, zwei Offensive rein. Offensive. Ja gut, ein Offensiver rein, aber insgesamt umgestellt dann hinten auf Dreierabwehrkette. Sie haben das so nüchtern erklärt. Ist ja schon eine Geschichte, wenn man öffnet sich ja auch für den Gegner. Irgendwelche Bedenken gehabt oder ist das nach dem Motto so Sekt oder Selters, wir müssen jetzt unbedingt was tun? Ja, wenn man zurücklegt mit 1-0, ja, und in die Lage, wo wir sind, ja, dann brauchen wir zu Hause einen Sieg. Ja, ob es dann auswärts gegen Hannover ist, oder zu Hause gegen Würzburger Kickers oder nächste Woche auswärts beim Nürnberg. Ja, wir müssen punkten. Ja, und dann muss man Entscheidungen treffen, wo man denkt, die Mannschaft zu helfen. Dafür ist mein Trainer. Da war ich sehr gut vorbezahlt. Aber die Ehre geht nicht zu mir, dass ich gut gewechselt habe, weil wenn die das 2-0 gemacht haben, weil wir mehr offen gespielt haben, ja, dann war ich der schlechte Trainer von der zweiten Bundesliga. Ja, und ich bin jetzt nicht ein anderer Trainer, weil wir jetzt gewonnen haben, weil ich zweimal oder dreimal gewechselt habe. Die Mannschaft, ja, die hat sich gezeigt in der zweiten Halbzeit. Wir probieren das Spiel zu gewinnen. Ich fand auch in der ersten Halbzeit, dass wir ein bisschen ängstlich, weil wir hatten nicht die Lösung finden können. Ja, und das ist auch ein Kompliment von der Gegner. Die hat das gut organisiert. Ja, und meine Kollegen sagen, es sind viele Spieler aus der dritten Liga mitgegangen. Ja, aber wir haben natürlich auch Spieler, also eine sehr junge Mannschaft. Der eine oder andere hat mehr Erfahrung. Aber dann noch ist es schwierig, ja, wenn wir uns vorbereiten auf ein Spiel, wir erwarten etwas, ja, und die Erwartungen sind etwas anderes. Ja, und dann muss man die Mannschaft helfen als Trainer. Ja, aber es geht immer auch, dass man das ausführen kann, dass die Einstellung richtig ist. Ja, und das war die erste Halbzeit so, das war der zweite Halbzeit so. Ja, und dann haben wir mal Glück am Ende, dass wir die zwei Tore noch machen in den letzten 10 Minuten. Ja, das ist schon mal anders gewesen. Und wir brauchen nicht die Schiedsrichter. Hatte der erste Halbzeit viel zugelassen, hatte der zweite fast gar nichts mehr zugelassen. Aber klar, das sind Dinge, die können wir nicht beeinflussen. Das habe ich Montag auch gesagt. Weitere Fragen an die Trainer. Ein weiterer Kollege aus Würzburg. Bernd, wie kannst du deiner Mannschaft denn jetzt helfen, dass sie nicht in irgend so ein psychisches Loch fällt nach dieser, ja, doch ein bisschen unerwarteten Anfangsphase des Jahres, wo sich sicherlich ein bisschen mehr ausgerechnet haben. Ja gut, ich werde die Jungs jetzt wieder aufbauen. Ich denke, dass der ein oder andere diese Woche wieder zurückkommt. Die Gesperrten sind wieder frei. Und dann, ja, versuche ich das Positive wieder hier mitzunehmen. Und ja, es ist halt manchmal, wie Gerd-Jan sagt, ein schmaler Grat. Machst du 2-0, sitzt mir heute hier. Ne? Diskutieren über was ganz anderes. So, jetzt heißt es dann, wir kriegen die Tore immer zum Schluss. Also, ja, es ist manchmal komisch, ja, und nach dem Spiel sind wir beide auch immer schlauer. Deswegen werde ich die Jungs jetzt auch wieder aufrichten und dass wir wieder halt so mit viel Herzblut spielen wie heute, weil ich denke, wir haben verloren, aber trotzdem, glaube ich, können wir hier erhobenen Hauptes heute nach Hause fahren, weil in den Umständen hat die Mannschaft, ja, alles rausgehauen und ja, ich habe eine Mannschaft am Platz heute gesehen, die nicht gewonnen hat, aber die gewinnen wollte. Und das ist für mich immer wichtig. Noch eine Nachfrage. Und zwar, du hast ja nicht nur mit der Dreierkette überrascht, sondern auch mit der Formation im Sturm. Mit Königs hat jetzt nicht jeder gerechnet. Was hast du dir dabei gedacht und wie hat er seine Rolle erfüllt? Ja gut, ich denke, der Marco hat eine, ja, schwere Zeit hier bei uns. Der hat richtig an sich gearbeitet, der hat eine richtig gute Vorbereitung gespielt und er hat es jetzt einfach mal verdient, ja, von Anfang an zu spielen. Und ich reagiere immer nur drauf, was mir die Spieler unter der Woche im Training anbieten. Und das war sehr gut. Ja, deswegen, ja,
hat er seine Sache heute auch gut gemacht. Ein bisschen ärgerlich ist der Daniel Natschi, den wollte ich eigentlich auch spielen lassen. Der ist leider heute Nacht krank geworden, Magen und Darm gehabt. Der hat auch einen sehr guten Eindruck gemacht. Also von daher ja, hat der Marco das heute gut gemacht und sich auch verdient, weil er halt im Training sich angeboten hat. Weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann wünsche ich Ihnen ein schönes Restwochenende, den Gästen eine gute Heimfahrt und wir sehen uns wieder hier gegen Fortuna Düsseldorf.